das Stück ist ja an sich gefürchtet. Also das Stück beginnt ganz klein, privat, im Singspielton, dann wird es große Oper, große Geste und am Schluss ist es eigentlich, löst sich das Ganze in Musik aus. Und das alles in eine Form zu bringen, ist echt problematisch. Eskel, ist er da? Sie ist versteckt dort im Hintergrund des Barocko. Das auch gleichzeitig den Beleuchtungsdesigner ist, hat verlangt von uns natürlich, dass das eine gewisse Leichtigkeit hat. Wir bauen so, was 7,50 Meter hoch ist, und hat 4 oder 5 Leute drauf. Und das, so eine Konstruktion mit Leichtigkeit zu bauen, ist natürlich ganz schwierig, weil wir brauchen etwas Konstruktion da drin, das er hält. Aber er wollte natürlich keine Ruhe zu viel. Eben weg von so einer kleinteiligen Sicht auf das Ganze, sondern mehr auf das Zeitlose hin, dass wir eben mehr ein Objekt haben, das Verschiedenes kann, das verschiedene Assoziationsmöglichkeiten hat, das Gefängnis sein kann, aber auch was von Industriearchitektur hat, das durch diese Leuchtelemente aber auch was Sakrales assoziieren kann, also verschiedene Möglichkeiten hat. Und um mehr so den Blick auf das Ganze zu lenken. Bei diesem Stück habe ich eben mit jemand gearbeitet, der vom Licht kommt. Der baut keine Bilder in dem Sinne, sondern es sind Räume, die sich durch Licht ergeben und die natürlich auch eine emotionale Wirkung haben und vielleicht auch eine mystische Wirkung entwickeln können. Das heißt, das Bild, was wir hier hinter uns sehen, sage ich mal, ist karg. Das ist wie eine Art Gerüst, aber das hat eben durch das Licht die Verwandlungsmöglichkeiten. Das Ding im Ende wird ungefähr 1,2, 1,3 Tonnen. Diese ganze Konstruktion heben wir mit Lufträder, dass sie beweglich ist. In dem Stück selbst wird ihr bewegt. Dafür müssen wir aber erstmals das Ding stabilisieren. Der darf nicht auf Räder stehen. So, wir gehen von der Unterbühne in das Konstruktion rein, pumpen diese Räder hoch, dann kann er bewegen, dann setzen wir wieder ab, dann kann er wieder begangen. Weil sonst bewegt er die ganze Zeit, wenn die Leute drauf sind.
Eine schwere Prüfung. Wir zerlegen das in viele Teile. Und wir transportieren dieses Turm, was hier im Hintergrund ist, in einen Teil. Wir fangen das Stück ganz vorne am Publikum an. Die ganzen kleinen privaten Geschichten, die sich am Anfang des Stückes entwickeln, sind ganz nah an den Leuten. Um den Orchestergraben herum findet das Quartett statt und dann entwickelt es sich immer mehr in die Tiefe hinein. Das heißt, wir brauchen dann auch den Raum und die Weite, bis wir schließlich auf der leeren Bühne sind. Nicht? Und dann öffnet sich sogar noch Türen ganz hinten bis in die Werkstätten sozusagen. Und von noch weiter hinten kommt dann der Ton der Trompete, das Signal der Freiheit, der Befreiung aus diesem Kerker. Der Appell, seid besser, macht was aus euch. Es braucht nur genug Mut, Idee und Kraft, dann kann man unglaubliche Widerstände aufbrechen. Und das ist bei der Musik bei Beethoven so toll, dass er uns immer ganz konkret und ganz direkt anspricht und bewegt.